Wecker, es wird lustig. Schön, dass Sie dabei sind. Ich kann schon mal sagen, es wird wie immer tolle Rezepte geben. Ich glaube, die wollen alle was zum Essen haben, aber so weit sind wir noch nicht. Erstmal darf ich Ihnen sagen, was wir heute zubereiten. Bei mir wird es geben ein wunderbar gefülltes Kalbsfilet im Vulcano-Schinkenmantel mit Steckrübencreme und Wildspargel. Und es wird geben zum Dessert, jetzt um diese Jahreszeit, wunderbare Rhabarber-Konsumé. Und dazu machen wir ein schönes Eis aus Erdbeeren und Joghurt. Zwei Gerichte an meiner Seite mit einem tollen Gast. Sie werden sicherlich viel Spaß zu Hause haben. Ich freue mich auch, dass er da ist. Ausnahmsweise heute mal versucht er zu kochen. Hier ist der Horst. So ist er. Man muss ihn lieb haben. Meine Damen und Herren, bei mir gibt es natürlich heute sensationelles Essen. Ich strenge mich mittlerweile an. Und zwar gibt es einen wunderbar gefüllten Champignon mit knusprigem Parmaschinken dazu und Lachs-Papillon auf einem Lauchbettchen mit Butterkartoffelchen. Lachs-Papillon auf Lauchbettchen mit Butterkartoffelchen. Tja, wie komme ich auf so Ideen? Es liegt daran, wenn ich neben ihm im Hotelzimmer einschlafe, wächst in mir die Inspiration. Wenn ich morgens wach werde, sieht die Welt anders aus. Komm her, mein Schatz. Moin, Johann. Alles gut? Was? Du warst heute Morgen so schnell weg. Schau mal. Ja? Hast du gehört? Lachs-Papillon. Was ist das denn? Ich wickel da den Pergamentpapier ein. Das heißt Babiot. Ja, meine ich ja. Das hast du mir nie gesagt, wie es ausgesprochen wird. Babylon, war. Das hat es mit den Kriegen zu tun. Stimmt, aber vielleicht kriege ich auch noch Krach mit dem Lachs, dann aber Krieg. Okay. Aber Johann, ich freue mich heute ganz besonders auf die Sendung, weil ich habe eine ganz, ganz tolle Dame an meiner Seite. Ja? Ja, wir hatten schon mal eine ganz tolle Lava-Lichter-Sendung. Die ist zwar zu Hause mit ziemlich viel Krach ausgegangen, privat, aber sie war sehr schön. Ja, was war da? Darf ich nicht sagen, sonst kriege ich wieder Krach zu Hause. Aber sie hat mir was in die Hose gesteckt und wollte es dann wieder haben. In der Sendung. War ganz schön heftig. Wie viel Geld war das denn? Kein Geld. Kein Geld. Aber du, sie kann fantastisch kochen. Ja. Sie ist Schauspielerin. Eine sensationelle Theaterschauspielerin. Ja. Autorin. Malt mittlerweile. Und zwar exorbitant gut. Ja. Ja. Und sie erhält sich eine Jugend, die wir beide nie verloren haben. Und sie steckt dem Horst was in die Hose. Er ist unmöglich. Liebe Zuschauer, auf meinen Gast freue ich mich besonders. Ich verehre ihn sehr. Ich muss wirklich sagen, für mich ist es einer der wirklich größten Schauspieler, die wir in Deutschland haben. Und darüber hinaus, er kann super gut kochen, ist ein toller Mensch. Und er hat etwas gesagt, Horst, was du dir zu Herzen nehmen sollst. Und ja, zwar, bitte. Ein Mann ohne Bauch ist wie ein Himmel ohne Sterne. Das ist sehr schön. Mein Gast hat übrigens gesagt, ich vergleiche Männer mit Pferden. Mein Mann ist ein kleiner, nervöser Araberhengst. Ich bin mal gespannt, was du für ein Tier bist. Hier sind sie, Katharina Jakob und Heinz Hönig. Schön. Nicht gut? Ja. Ah, Katharina. Ja, Horst. Katharina, wie ich sehe. Nur für dich. Trägst du noch mehr Dinge? Ich habe das nur für dich, damit sich das dann aus der Hose klauben auch lohnt. Komm, da zeigen wir mal ganz kurz. Ja, also als ich deinen Namen gelesen habe, habe ich mir gedacht, mein Gott, im Himmel. Es geht wieder in die Hose. Wir haben einen ganz kleinen Filmausschnitt vom letzten Mal, damit alle wissen, die es nicht gesehen haben, warum ich Ringe mittlerweile sehr liebe. Horst? Ja? Ich muss jetzt mengen. Darf ich dir das in deine Hose stecken? Wieder. Das ist mein... Ich tue mir den ganzen Schmuck in meine Hose. Noch mehr Sellerie, noch mehr. Noch mehr Sellerie, viel mehr, viel mehr. Verdammte Scheiße. Du hast meinen Ehering jetzt, bitte, ja? Ja, aber du, wenn du wüsstest, wo der draufsteckt, dann bitte. Ja.
Und ja, falls ich heute wieder mengen muss, habe ich jetzt die mit dem Gummi. Hör auf, ich hatte, zu Hause riesen Ehekrieg deswegen. Wie war es bei dir? Meiner kennt das. Ach so. Der kriegt häufiger Ringe aufgesteckt. Ne? So, jetzt gehen wir zum Kochen über, sonst schalten die ganzen Gäste schon wieder zu Hause ab, sagen die, nee, komm, jetzt ist gut. Gefüllte Champignons hört sich ja erstmal witzig an. Aber wir haben natürlich was Besonderes vor, mit einer ganz tollen Füllung. Da ist mit schönen Schalotten, Knoblauch, getrocknete Tomaten, frische Tomate, mit einem mit Balsamico, mit einem wunderschönen Öl, mit Honig, wird eine wunderbare Masse macht. Ich muss mengen. Ihr habt echt Kohldampf, ne? So, du startest schon mal langsam los und ich guck mal ganz kurz, was bei Johann passiert. Johann, ja, kannst du kochen heute? Mit Heinz? Du weißt, Heinz ist ein super Typ. Erstmal begrüßen wir aber ganz herzlich den lieben Heinz. Wieso bringst du einen? Was soll mit dem Feuerlöscher machen hier? Ja, Heinz, hast du den mitgebracht? Den Feuerlöscher? Ja, falls es zu heiß wird hier, man weiß ja nicht, falls die Flamme aufgehst. Ich habe ja mit Heinz mal gegrillt und gewonnen, weißt du denn eigentlich? Ja, wirklich. Wir zwei, ja, da haben wir sie alle an die Wand gegrillt. Gut, danach konntest du das Stadion auch renovieren. Ne? Das stimmt. So. Aber bevor wir richtig kochen, Johann, wir haben natürlich auch noch Küchenschlachtgewinner da. Freue ich mich besonders draus. Fabian Ekel und Jörg Tüß. Wie wird das ausgesprochen? Erstmal das Mädchen. Wer bist du? Jörg. Jörg, wie heißt dein Nachname? Tüß. Tüß. Vielleicht ein bisschen richtigen Norddeutschen. Ich bin so ein richtig kleiner Norddeutschen, jo. Ein richtiger Norddeutsch. Kennt ihr euch schon? Ja, wir kennen uns, klar. Ja? Ja. Wer hat denn bei wem gekocht? Ich habe bei Johann gekocht. Oh, deswegen die Frisur, ich sehe schon. Ja. Ein bisschen mit dir mithalten, ein bisschen. Ja. Ja, hast du auch keinen Spaß gehabt, so wie ich immer? Nee, aber also, eins muss ich dir sagen, Nick. Ja? Ich habe, das sage ich jetzt wirklich als Überzeugung, selten überhaupt in der Küchenschlacht jemanden gehabt, der so exzellent kochen kann wie er in dem Alter. Dass er sonst im Operationssaal steht und dem Chefarzt oder wem auch immer die Instrumente anreicht und dann ihm sieht beim Kochen in der Küche, muss ich sagen, das ist schon... Und willst du jetzt Koch werden? Ich meine, erstmal meine Ausbildung fertig, hab noch ein Jährchen und dann schauen wir mal, was kommt. Ne? Ja, und wen hast du da mitgebracht? Das ist mein Cousin. Hallo, Daniel. Cousin. Und du übst jetzt für die Küchenschlacht. Ja, richtig. Koch komm zu mir, da kriegst du viel Spaß, ist Kochen unwichtig. Ja, du warst... Ich war bei Nelson. Nelson Müller? Ja. Und wie war die Woche für dich? Oh, aufregend, super. Nelson ist auch ein super cooler Typ. Ja. Wie eigentlich alle hier. Ja, und du bist in deinem Beruf Seemann? Ja, ich bin Seemann auf einem Hochseeschlepper. Ja. Das heißt, wir gehen raus in die Nordsee, verschleppen Bohrinseln. Oder was verschleppt ihr? Bohrinseln. Bohrinseln. Ah, Bohrinseln. Ja. Also, Entschuldigung. Ja, die haben Beine, die können sich ordentlich weit rausfahren. Oder auch hochpumpen. Ich meine, Bohrinseln abschleppen macht ja auch Sinn. Naja. Wenn die so im Weg rumstehen, müssen die weg. Ja, natürlich. Ne? Das ist schon logisch. Nein, die suchen immer wieder neues Öl und Gas in der Nordsee und dann müssen die ab und zu mal verholt werden. Verholt werden durch unsere Schlepper. Wieso verholt? Ja, das nennt sich so, verholt. Ach, das holt sich. Ach so, du verstehst. Geh mal holen, ich geh mal was zu essen holen. Also, bin mal raus aus der Nummer. So, guck mal. Es gibt lecker Würstchen bei euch. Wen hast du mitgebracht? Ich habe meine Frau Silvia mitgebracht. Silvia, willkommen. Und danke. Kocht auch zu Hause so lecker jeden Tag? Zufrieden? Ja, super. Das, bist du überhaupt mal zu Hause, wenn du auf der Hochsee bist? Oh ja, doch. Ja? Ja, wir haben so den Arbeitsturn, die Zeit, die wir an Bord sind, die haben wir auch wieder frei danach. Okay. Ja, aber unser Arbeitstag hat natürlich keine 8 Stunden. Du musst arbeiten. Komm her, mein Schatz. Ja, Spaß, hier. Okay. Was ist da? Ich ist der arme Heinz hier ganz allein am Arbeiten. Zwei Eingelb. So, wir machen jetzt hier Steckrüben. Heinz, hast du mit Steckrüben was? Kannst du mal etwas anfangen? So, Steckrüben. Oh ja.
Ja? Also die Steckrübe überhaupt. Hast du mitgebracht, ne? Hier die drei. Ja, genau. So sehen also Steckrüben aus. Ja. Die waren ja früher verpönt, heute fast schon wieder. Grundlos. Das kommt ja daher, das gab es, glaube ich, nach dem Ersten Weltkrieg, gab es mal eine Kartoffel, ein schlechtes Kartoffeljahr. 1916, 17 ja. Gab es überhaupt keine Kartoffeln. Da sind mehrere hunderttausend Leute verhungert. Und dann hat man die Steckrübe ausgegraben wieder. Und die Steckrübe hat Deutschland, Schweiz, Österreich haben alle wieder ernährt, auch im Zweiten Weltkrieg. Also wenn es die nicht gegeben hätte, da wären viele, viele Leute mehr verhungert. Das ist wirklich wahr. Und die Steckrübe hat alles in sich. Vitamin C viel? Ja, das darf man bloß nicht verkochen lange. Ja. Deswegen dünsten wir das auch. Dann Vitamin B und Mineralien ohne Ende. Also es ist eine Allroundfrucht. Wenn nichts mehr da ist, ist die Steckrübe da. Ja, die schmeckt ja auch. Also ja? Die schmeckt ja auch gut, muss ich sagen. Und Heinz, ich habe das Datum jetzt eben nicht verstanden. Wann war das? 16, 18? Das war 1916, Erster 16, Weltkrieg. 16, 17, ja. Jo, da weißt du doch noch, da warst du gerade in der Grundschule. Ja. Mensch, da warst du noch dabei. So, jetzt machen wir die Füllung des Kalbsfilet. Ja, genau. Bergkäse, Eigelb, da machst du rein mit Creme Fraiche und Schnittlauch und Salz genau, und Pfeffer. Genau, gut. Und dann füllen wir gleich zusammen das Filet. Und ich habe schon mal vorbereitet mein Eis. Ich mache ein Erdbeer-Rhabarber-Eis. Und so habe ich hier Joghurt. Okay. Joghurt, Sahne, Gelatine, Rhabarberlikör, Zucker und Honig. Und jetzt muss ich noch frische Erdbeeren mixen. Jo, und die wenn werden du dann abheften hast, ich habe gerade einen Hefter hier. Ja? Ja, sag okay. Ruhig Bescheid. Ja, ja, klar. So. Alles einpacken in die Tüte, oder was? Schade, jetzt ist schon leer. Ah. So, Heinz, wenn du das hast, dann machst du das viele auf. So, rein, okay. Mach die Erdbeeren. Oh. Das machen wir drüber im Mixer. Johann, deine Erdbeere ist gerade runtergefallen. Ja, ich hab's gesehen. Entschuldigung. Katharina, hast du so mal, schon mal Fisch gebracht? Was habe ich gemacht? Hast du so schon mal Fisch gegart? Nein. Das ist eine ganz interessante Variante. In diesem Butterbrotpapier kannst du das wunderschön nach dem Backofen tun. Der ganze Saft vom Fisch bleibt dabei. Okay. Guck mal, ich zeig dir noch einmal, wie es geht. Weil ich mag ja mittlerweile unheimlich gerne Fisch essen. Fleisch wird ja doch hier und da immer komischer, ne? Sag doch noch mal Fisch. Fisch. Guck mal her, hier. Fisch. Fisch. Nicht Fisch. Fisch. So der Fisch kommt auf den Tisch. Der Fisch kommt auf den Tisch. Fisch. 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 Guck mal hier. Schön aufs Papierchen. Siehst du? So, der Lachs hat ja keine Gräten, deswegen mache ich mit dem Tacker ein paar rein. Okay. So. Salz, Pfeffer, da kommt schön Zitrone obendrauf, ein Zweig Thymian, ein ganz kleines Tröpfchen Olivenöl. So. Und dann gart der nachher im Backofen, im eigenen Saft. Wie lang? Ja, bis er gar ist. Ne, 15 Minuten. 140 Grad ist er fertig. 140? Ja, also 15 Minuten maximal. Das merkt man dann aber schon. So, guck mal hier. Schön zumachen. Okay. Da geht der Dampf nicht raus. Und wenn der Tacker gut funktioniert, klappt es auch schön. Hoch und nachher nur aufschneiden. Kann man natürlich auch ein bisschen anders machen. Aber es schmeckt fantastisch. Seezunge musst du sogar machen. Johann, wie heißt das nochmal, was ich hier mache? Aubabiot. Aubabiot. Nochmal. Aubabiot. Aubabiot. Babiot ist eine. Babiot. Bitte. Das kann man auch machen ohne Klammer. Ohne Klammer? Ja. Ist klar, die Österreicher sparen, wo sie können. Weil es halt immer wieder gleich. Oder? So. Zack, schmeißt er mir wieder alles weg. Weißt du? So, jetzt hier. Okay. Wir stecken jetzt hier mit dem Messer hinten rein, so siehst du so, bis genau. Hinten hin, ja, so in der Mitte. Und schneiden jetzt quasi eine Tasche rein. Jetzt nimmst du dann die Füllung in den Spritzbeutel und machst es hier komplett durch, genau. Bis es komplett gefüllt ist. Und dann in Barmaschinen einwickeln. So groß, wie es jetzt gerade ist. Ja, genau so. Genau. Und hier ist ein Spritzbeutel. Genau. Dann kannst du das alles einfüllen. Ich mache das Eis in die Maschine. Yes, sir. Mal, sieht gut aus hier. Guck mal, Rhabarber-Erdbeereis. Lecker. Oh. Und das reicht fürs ganze Publikum hier. Guck mal. So. Okay. Haben wir jetzt? Ja. Ich helfe dir. Ich hatte dich eben so angekündigt, dass du Männer
mit Pferden vergleichst. Ne? Erklär mir mal, wie bist du da drauf gekommen? Und was für ein Pferd ist denn dann dein Göttergatte? Mein Mann ist ein nervöser kleiner... Der ist hier. Der ist hier? Ja, der sitzt da irgendwo. Und das kannst dann du mal rausgehen. Dann macht es auch Sinn zu erzählen. Wo ist er denn? Da mit dem roten Pullover und der blauen Weste. Roter Pullover. Hoi. Lass mich dir mal ganz kurz das sagen. Willst du das genau wissen jetzt? Bist du der Araber? Ja, willst du das genau wissen, okay. Darf ich mich vorstellen, Shetland-Pony? Ah, genau. Ja. Das ist aber ein netter Kerl, du. Ja, und da drüben ist die Kaltblutabteilung. Ach, da hinten ist die Kaltblutabteilung. Ja. Johann? Ja, Johann ja, ist nee, Kaltblut. Heinz ist eher so. Johann, würde ich eher sagen, ist so ein Quarterhorse. Gut bemuskelt und so. Und Heinz ist eher so Kaltblut. Arbeitspferd. Heinz ist ein Kaltblut und Arbeitspferd. Heinz, komm mal her. Heinz, ich kenne Kaltblüte aus dem Norden. Ja. Die sind nicht immer kalt, das kann ich dir sagen. Aber ich würde gute Pferde. Und der Johann ist ein Quarter, was? Was? Ein Quarter. Ein amerikanisches Quarter. War das jetzt nicht eine kleine Verwechslung? Ist das ein Lob oder ist das was Böses? Es ist, die sind sehr ruhig. Die, das sind Freundpferde. Die nerven genau wie die nicht Isländer. So sehr, außer man reizt sie jetzt sehr. Sie sind sehr muskuliert. Sie sind, was sind sie muskuliert? Sie sind ja, sie sind nur schnell auf der, der ersten Quartermeile. Ist nicht muskuliert. Das sieht man aber nicht. Schnell auf der ersten Quartermeile, ja. Weil ich würde eher sagen, Johann ist mehr ein Lipizzaner, weil ich kenne ihn im Hotel. Doch, der hat eine wunderbare Leinenführung. Ja? Und sehr schönes Schenkelgehorsam. Aber wie bist du denn auf so einen Vergleich gekommen? Kannst, ich habe nichts verstanden. Was hast du gerade gesagt? Du bist mein Lipizzaner. Was heißt ein Schenkelgehorsam? Das heißt, dass du auf einen Schenkeldruck sofort reagierst. Wir können uns darauf einigen. Also die Quarter Horses und die Isländer sind Freundpferde. Ja, weißt du warum? Weil sie freundlich sind. Freundpferde? Ja, Freundpferde. Die Hannoveraner sind ein bisschen zickiger. So. Nicht, oh, das ist so. Sag mal, liebe Katharina, du bist ja mal ausgewandert nach Kanada mit deinem Schatz. Oder hast deinen Schatz da kennengelernt, ne? Ja. Wie kam das, dass du nach Kanada ausgewandert bist? Ich wollte immer nach Kanada, weil es, weiß nicht, ich habe Jack London gelesen als Kind und dachte immer, ja, die Berge und so viel Natur und dann die vielen Tiere und das ist alles so toll. Und dann bin ich irgendwann nach Kanada gefahren und dann habe ich festgestellt, dass es eigentlich genau so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann habe ich zu meinem Glück auch noch obendrauf ihn bekommen. Hast du ihn da gefunden? Da habe ich ihn gefunden. Wo, an einem Gestüt? Ja, weil er ist der Araberhengst, ne? Ja, nein, in der Wildnis. In der Wildnis? In der absoluten Wildnis. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich da gleich was mache. Und ja, so bin ich dann wirklich nach Kanada eingewandert. Also das war dann wirklich, aber ich finde es schon interessant. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen. Ich male direkt wieder so einen Film in meinem Kopf. Steht so ein toller Mann einfach in der Wildnis irgendwo rum und wartet drauf, gefunden zu werden? Ich stelle mir gerade so vor, weißt du, gehst durch die Wildnis und er steht da so. Wie ich einfach durch die Wildnis und wird dann erobert von einem, der auch doof in der Wildnis rumsteht? Ja. Ja? Und wie hast du ihn angemacht? So wie an der Bar? Nein. Du auch hier? Nee, eigentlich gar nicht, sondern es war eigentlich so, dass meine... alle anderen wussten das eigentlich schon vor uns, dass das passieren wird. Und haben gesagt, das ist er für dein Leben und guck ihn dir doch mal genauer an. Denn so eigentlich kannst du nicht mal rausgehen. Damit du frei reden kannst. Ne? Ja, weil eigentlich ist er überhaupt nicht mein Jagdschema gewesen. Nicht? Nee, null. Ich hab da, weißt du, bei ihm hatte ich, weil er ist so klein und schmächtig. Naja, klein jetzt nicht so, aber so schmächtig. Und ich bin ja doch etwas größer.
Und dann habe ich immer gedacht, bei der ersten Nacht habe ich gedacht, lieber Gott, lass meinen Welpenschutz funktionieren. Dass ich ihn echt. So. Du darfst jetzt auch was sagen. Wo du schon mal hier bist, erzähl mal die Variante, wie du das erlebt hast. Ja, genauso wie sie sagt. Ich habe Angst gehabt, wenn sie über mich rollt, bin ich tot morgen früh. Und als er die erste Nacht überlebt hat, hast du gesagt, den nehme ich. Ja, da habe ich gesagt, der ist zäh. Der ist zäh. Der ist zäh. Der schafft das. Den behältst du. Den behalte ich. Das finde ich wirklich außergewöhnlich. Ihr habt ja mittlerweile, also vielmehr, du hast ja auch auf jeden Fall Enkelchen, ne? Ja, wir haben zwei Enkel. Und einer ist 8 und der andere ist 3. Aber stimmt das eigentlich, weil ich stehe ja irgendwie so kurz davor, jetzt im Alter, mein Sohn hat ja geheiratet und jetzt bereite ich mich alle so seelisch drauf vor. Ist man eigentlich zu seinen Enkelkindern nachher genauso wie zu seinen Kindern? Nee, man ist zu seinen Enkelkindern viel lieber, weil man sie abgeben kann. Nach einer gewissen Zeit. Das macht Sinn. Ja. Nee, das macht echt Sinn. Und ich kann meinen. Und das ist die späte Rache an meiner Tochter, weil ich meinen Enkeln jeden Scheißdreck beibringen kann, ohne dass ich zur Rechenschaft gezogen werde. Also ich hab. Heißt, du verziehst? Total. Und ich hab ihn. Ich habe jetzt, also meinen Ältesten habe ich jetzt beigebracht, auf so einem Backblech die Treppen runter zu rauschen. Ja, das macht echt Spaß. Und dann kommt er nach Hause und macht das natürlich auf dieser Wendeltreppe. Und meine Tochter ruft mich dann an. Immer wenn er von dir kommt, hat er Scheiße im Kopf. Ich habe jetzt hier gerade die Rhabarber-Konsumé vorbereitet. Und zwar haben wir hier also erstmal aufgekocht einen tollen Weißwein oder Sekt mit Zucker. Und haben dann die Rhabarberstücke reingegeben jetzt. Die tun wir nur kurz zum Teil, also ein Teil davon durch bissfest garen, nehme ich raus das Einlagerne her und den Rest lasse ich schön weich kochen oder ziehen. Und dann wird das Ganze durchgegossen. So. Was ist das für die Küchenschlachtgewinner? Das ist für die Küchenschlachtgewinner. Okay, was ist das? Und zwar habe ich wunderbaren Lachs in Parmaschinken gewickelt. Schön gewürzt mit ein bisschen Limettensaft. Das Ganze im Backofen anziehen lassen. Guck mal, hier kann man sehen, es ist perfekt gegart. Warum? Es kommt noch nicht diese großen weißen Tropfen raus, wo das Eiweiß vom Fisch austritt. Zitrone. So, und dazu habe ich einen wunderbaren Dip vorbereitet. So. Weil wenn, dann sollen sie verwöhnt werden, ne? So. Das ist den Spargel, gell? Ihr Lieben. Vielen Dank. Bitte schön, lasst es euch schmecken, ne? Dankeschön. Jetzt müssten wir die füllen, ne? Oh. Hat der Heinz dann mit, was hast du da alles reingemacht, sag mal? Ich habe jetzt erstmal Zitrone in Schale abgerieben, Zitrone, ein bisschen purer Saft, genau. Zucker, ein bisschen Pfeffer. Genau. Und Butter. Das ist Butter. Und jetzt lassen wir das so dünsten, ohne dass wir da irgendeine Flüssigkeit dazu geben, damit das schön aromatisch bleibt. Ja? Genau. Das Kalbsfilet haben wir gefüllt mit dem Käse, ist im Ofen eingewickelt, im Parmaschinken. Das kann man hier noch mal kurz zeigen. Bei 140 Grad gart es schön langsam hier mit den frischen Kräutern, Salbei, Thymian, damit es schön saftig bleibt. Okay. Das Eis friert da drüben. Heinz, bei uns läuft alles bestens. Kannst locker bleiben. Siehst du, alles also nebenbei gut, gesagt, was keiner glauben wird, man kann auch Steckrüben auch Marmelade machen und sogar auch Kuchen. Das hat man gerade damals alles erfunden, weil man musste damals erfinderisch sein. Das wollte ich noch hinzufügen. Es ist eine Wunderfrucht. Ich verehre sie. Ja, wirklich. Wenn ich So. Aber eine wichtige Sache, die mir jetzt sehr am Herzen liegt, ist ja, du engagierst dich ja sehr stark für traumatisierte Kinder. Schon seit langer Zeit. Du hast so ein Camp irgendwo in Norddeutschland. Was machst du genau? Also das wird dieses Jahr noch ein Camp in Norddeutschland an der Ostsee. Ja. Wir sind gerade dabei, die Flöße sind fertig, fast fertig. Und es geht auf Abenteuerkurs mit Lernen und mit was erleben. Es ist nicht reiner Urlaub für die Kinder.
Das wollen die auch gar nicht. Die wollen was haben. Und es werden zum Beispiel alle Handys vorher abgegeben. Das wissen sie auch vorher. Eine Stunde dürfen sie am Tag benutzen. Die Gesichter möchte ich sehen. Und sie werden zum Beispiel auch dann lernen bei uns, da macht mein Sohn, der Lucky, macht damit eine den ganz einfache Kost. Noch gut, ne? Den kennst du auch noch, ne? Ja, der war ja bei mir im Praktikum. Ja. Vergesse ich nie. Der erzählt doch oft von dir. Also immer, wenn er was macht, irgendwie in der Küche, ganz einfach sagen, nee, pass auf, der Horst hat das immer dann so gemacht. Der hat ja nur noch einen Ofen gehabt damals, wenn es um Soßen ging. Also da hat er wirklich was getickt von dir, weil er macht es wirklich gut. Ne? Ja. So, also welche Kinder genau können sich da jetzt, wie kommen die Kinder dahin? Also ich arbeite wie immer mit psychisch traumatisierten Kindern und wir wollen das aber auch erweitern. Es gibt viele Kinder da, die haben weniger als nichts und auch Kitas und wir wollen versuchen, die auch mal bei uns einzuladen, damit sie also das erleben, was wir zum Beispiel, ich kann mich erinnern, früher auf Sylt erlebt haben. Zum Beispiel zum ersten Mal zu Hause weg und was weiß ich und so. Eins. Ja. Ich wollte dir noch danken, weil als dein Sohn bei mir Praktikum machte und er war fertig mit dem Praktikum, hatte mein Sohn keine Freundin mehr. Oh ja. Aber dein Sohn hatte eine. Oh ja, da habe ich immer gesagt, die Väter sollen sich da raushalten. Ja, hab ich auch. Ich habe mich rausgehalten. Mein Sohn war am Anfang ziemlich sauer. Wie geht's ihr denn heute? Ist das deine Schwiegertochter geworden? Nein. Aber sag mal, eine ganz andere Sache. Du und Katharina, ihr habt ja mal ein wunderbares Ehepaar gespielt. Ja, stimmt. Wie funktioniert sowas eigentlich, Katharina? Das war sehr heiß. Wie kommt man sich da näher? Du meinst? Ja, das war in Thailand. Ja? Wie ist sie so als Ehefrau? Gut, ja, wunderbar. Sie nervt nicht. Weil ich habe sie fast den ganzen Tag nicht gesehen. Also wie okay, kannst mir eine zurückbraten. Stimmt. Aber so gar nicht. Es war sehr kuschelig mit dir im Bett. Ehrlich? Oh, ja. Du weißt aber noch, dass dein Mann noch da sitzt, ne? Der war dabei. Ja. Mein Mann war dabei. Ja, na klar, das sind die Nebenwirkungen von der Schauspielerei. Ne? Ich muss mit dir im Bett kuscheln und der Ehemann guckt dazu. Wunderbar, danke. War sehr spannend. Hat es dir Spaß gemacht? Ja, du schon. Wer war denn jetzt kuscheliger? Ja. Er war kuschelier. Nein, ich habe schon auch einiges zu bieten, so ist das nicht. Aber wie läuft sowas jetzt, mal ganz ehrlich, wie funktioniert sowas, wie kriegt man das überhaupt gebacken, mit einem ja eigentlich fremden Menschen eine Liebesszene zu spielen, dann im Bett? Boah, das machst du fast jeden Tag. Obwohl, Ehepaar heißt ja nicht unbedingt. Was hast du gerade gesagt? Sag noch mal. Ich hab's wieder vergessen. Nee, komm, das hat nicht jeder gehört. Ich hab gesagt, das machst du doch fast jeden Tag. Ja, Gedenkpause ganz kurz, weil wir müssen auch weitermachen hier. Dir hat's bis jetzt immer gefallen, mein Johann. Na, du hast wenigstens eine Frau. Bitte? Das ist jetzt. Du hast wenigstens eine Frau. Ja, ne? Ja. Johann nicht. Er hat nur mich. Eben. Ne? Aber er glaubt immer noch, wir wären zusammen. Man muss ihn nur entsprechend hochhalten. Du sag mal, was isst du eigentlich da? Die Füllung. Die Füllung? Du weißt doch eigentlich, dass so eine Sendung ein zeitliches Ende hat? Die schmeckt aber gut. Es brodelt. Hör mal, das habe ich schön gemacht. Pass auf, die stellen wir aber jetzt mal rein, weil die kriegen wir jetzt sowieso nicht mehr gar. Weil das schmeckt auch so super lecker. Das schmeckt gut. Hast ja gesehen, ne? Kann man auch roh essen. Kann man so essen. Ich finde das sensationell. Sie sollte die Champignons füllen und wer geht nach Hause und ist gefüllt? Katharina. Genau, jetzt machst du das. Oh, der Schinken ist schon wieder fertig. Was machst du eigentlich mit dem Schinken? Der Schinken, der kommt nachher oben über die Champignons. Du machst jetzt noch den Rucola-Salat und das Dressing dafür fertig. So, was hast du noch mal alles reingetan in deiner Füllung? Da klein gehackte Zwiebeln, eine Menge Knoblauch. Ja, getrocknete Tomaten. Getrocknete Tomaten, Honig, Basilikum, einen Schuss Olivenöl, Salz, Pfeffer. Ja, Ziegenkäse? Schafskäse. Ja.
Bisschen Olivenöl, Salz, Pfeffer. Salz, Pfeffer. Eine richtig schöne Füllung. Die ist sehr kräftig, die schmeckt sehr gut. Und trotzdem mit den Champignons, weil die ziehen ja ein ganz klein bisschen Feuchtigkeit, die nachher aus dem Backofen rausgeholt, ist eine wunderbare Vorspeise auf einem Rucola-Salat. Dazu der Parmaschinken, schön knusprig in der Pfanne ohne Öl ausgebacken. Sehr lecker. Ich habe übrigens hier gerade noch zwischendurch Lauchgemüse gemacht. Lauch ein bisschen schön angedünstet mit ein bisschen Butter. Mit Gemüseform, ein bisschen Sahne abgelöscht, Salz, Pfeffer, Muskatnuss. Und die Kartoffelchen kurz jetzt noch anschwenken. Und unser Fisch ist oben fertig. Johann, wie weit seid ihr zwei? Wir sind sehr gut unterwegs. Ja, Mann, der Heinz kocht hier wie ein Weltmeister, muss ich wirklich sagen. Großartig, ja? Ja. Heinz. Okay. Wo hast du kochen gelernt? Also ich habe kochen gelernt damals von meiner Frau. Davor konnte ich kochen von meiner Mutter natürlich. Und mein Sohn bringt mir halt zwischendurch auch immer was bei. So, ganz schön. Genau, schön fein mixen jetzt. Und ich habe hier schon mal frischen Spargel angeschwitzt mit Schalotten und Butter. Ich gebe jetzt kochende Tomaten dazu, schön leicht mitbraten. Und dann Schnittlauch. So, guck mal. Beilagen her fürs Kalbsfilet, ja? Und ich kenne von zu Hause noch Starmix, ne? Die hatten ja den Original Starmix damals. Ja? Ja, da muss das immer, die Kartoffeln immer runterfallen. Zeig her. Ja, ist doch gut so, schau her. Siehste, aber da musst du noch mehr rein. Okay. Salz fehlt noch. Salz. Aber es gibt ein super Stückchen für dich. Schmeckt hervorragend, wir sehen. Salz rein. Ja. Mehr. Jetzt ganz an die Pfanne. Du machst ja eine Sache, die mir sehr gefällt. Und die wird jetzt manch einer falsch verstehen am Anfang. Du rettest Beeren. Ja. Und damit meinen wir keine Erdbeeren, Himbeeren oder Ähnliches, nein, sondern richtig große Beeren. Richtig große Braunbeeren, ja. Erzähl dazu mal ein bisschen, weil das finde ich unfassbar spannend und sehr abenteuerlich. Ja, es gibt einen Verein, der heißt Vier Pfoten. Der ist eigentlich ganz europaweit tätig. Und da bin ich die sogenannte Botschafterin der Bärenhilfe. Das heißt, wir holen Bären raus aus Rumänien, Bulgarien, aus teilweise 70 Quadratmeter großen Gefängnissen, wo diese Bären kein Tageslicht haben, kein gar nichts, und wildern die wieder aus in Freigehege. Und ich hatte das jetzt gerade hinter mir. Im April war ich dort und habe da also zwei Bären gerettet. Persönlich, bitte, ja, war ich dabei. Ich hab's überlebt. Aber ich denke mal, das ist eine ganz abenteuerliche Sache, weil die Herrschaften, die die Bären so halten, sind ja nicht immer damit einverstanden. Die sind nicht immer damit einverstanden und man kriegt manchmal auch richtig Wind von vorne. In diesem Fall, Gott sei Dank, war es genehmigt von der Regierung. Das war ein illegaler Zoo, der geschlossen wurde. Und, aber wir wären fast zu spät gekommen für den einen Bären. Der war schon in einem so katastrophalen Zustand, dass wir uns echt überlegen mussten, ob wir den nicht einschläfern. Also ich finde es unfassbar, was Menschen mit so Tieren veranstalten. Und ich kann immer nur wieder sagen, eigentlich ist das böseste Raubtier auf Erden der Mensch. Ja? Weil, was brauchst du, Wasser? Hast du irgendwas probiert, was ich gemacht habe? Pfeffer. Achso. Weil es relativ gefährlich, da dran zu gehen. So, schauen wir mal, was unser Eis macht. Das Eis dauert noch ein bisschen, aber bis zur Sendung Ende ist es fertig. Ja, sieht schon schön cremig aus, wird richtig schön fluffig, alles klar. Also Heinz, wenn ich immer so einen Kandidaten hätte wie dich, wäre ich sehr zufrieden hier. Das läuft super, wirklich. So. Jetzt Butter schäumen lassen, ich richte schon mal an, da das Kalbsfilet dauert noch ein bisschen. Und mein Shetland-Pony richtet schon mal an. Was? Shetland-Pony? Oh, so. Ja, der liegt gefährlich. Ja. So, schön. Hier hinten runter. Katharina, du bist aber bald mit Theater wieder unterwegs. Ja, im Herbst. Wie heißt das neue Stück? Weil das hat ja, glaube ich, auch ein bisschen was mit Kochen zu tun, ne? Wirklich? Ja, hat das wirklich mit Vergiften zu tun. Aha. Ja, das ist ja bei mir das Gleiche. Ja? Ja, das ist schön. Erzähl ruhig mal. Mehr noch bitte mehr. Ja. Das Stück heißt Belladonna, also Tollkirsche, ne? Die Tollkirsche. Und damit bringe ich alle zwei Jahre meinen derzeitigen Lover um. Alle zwei Jahre? Alle zwei Jahre entsorgt sie die Herren
und vergräbt sie dann hinten im Garten in Hochbeeten und züchtet dann aus ihnen heraus Kräuter. Also doch kochen. Und sie ist eine Kochbuchautorin. Also doch kochen, ja, sag klar. Ich doch. Passt. Passt. Das heißt, eine Kochbuchautorin ja. bringt alle zwei Jahre ihren Partner um ja. mit einem leckeren Gericht. Nee, das kommt in den Champagner. Immer an Silvester, weil dann der Nächste schon vor der Tür steht. Was kostet das Drehbuch? Nein, Johann, du machst nichts zu Silvester für mich. Ja? So, jetzt kannst du schon mal anrichten. Teller rausholen, du meinen großen, bitte. Teller, Teller, Schublade. Du kriegst nie wieder sowas wie mich. Ja, das weiß ich. Wo sind auch wenn wir zwei uns ab und zu mal ein bisschen knebeln, bist du doch mein großes Idol. Ja. Wie viele Teller brauchen wir? Zwei, ne? Ja, danke schön. Ein großer reicht erstmal. So. Ein großer. So, jetzt schauen wir her. Ich habe jetzt hier den blanchierten Rhabarber mit Erdbeeren reingegeben in einen tiefen Teller. Jetzt kommt darauf dann die kalte Kaltschale. Die habe ich in den. Du kannst schon mal Spargel anrichten hier. Okay. Die habe ich kurz in den Tiefkühler gestellt. Das ist jetzt dieses Rhabarbersüppchen da, dieses wunderschöne. Schießen wir jetzt da oben drauf. Guck mal hier, so. Schau her. Und jetzt da drauf. Spargel anrichten. Rhabarberkonsumé mit der leicht rosa Farbe. Und darauf kommt dann eine ganz große Kugel Joghurt-Eis, gell? Später. Und das muss jetzt hier alles schön aussehen, ne? Was? Ja, das hier so. Ja, aber richtig nicht so komisch. Ja, mit dem Löffel kommen wir denn nicht. Nein, daher, mein Freund. Neuen Teller. Den neuen Teller. Zack, neuen Teller, so was. Der macht jetzt seit 8 Jahren mit mir. Ja, komm her. So. Du nimmst jetzt zwei Gabeln oder zwei Löffel. Darf ich einmal ganz kurz präsentieren? Bei mir ist es schon fertig. Das ist so schön vorsichtig. So sieht's aus. Reicht das schon? Ja. Mehr. Guck's dir mal an hier. Na, eins mit Sternchen habe ich hier zelebriert. Aber dann kann Johann immer so herrlich tun, als wenn er nichts sieht, weißt du? Aber können wir die da rausholen? Kann ich die aus den Champignons die Füllung essen? Muss ja nicht alles voll sein. Warum willst du denn die Champignons weghaben? Weil die nicht gar sind. Die sind nicht giftig. Glaub mir. Ist das ruhig, mein Engelchen? Guck mal, nachdem ich die roten Punkte von den Pilzen abgeschält habe. Johann, ess ruhig mal einen. Heinz. Naja, die roten Punkte hätte ich. Ich habe gehört, dass rohe Champignons viel Vitamin C hat, wenn man sie roh isst. Verstehst du? Ja, genau. Ah, ja, sieht's also geht aus. Geht ihr bitte in euren Teil rüber? Wir sind halt die Gesundheitsfanatiker, ja, ne, neben uns. Unser einer hier weiß, was lecker ist. Wir kochen nämlich vegan. Stimmt's? Ja. So, und jetzt kommt noch oben drauf, Thema vegan, der Schinken. So. Bei mir nicht. Das ist veganer Schinken. Und wenn man den über die Champignons legt, sieht man die auch nicht mehr. Also das Schwein hat sozusagen Selbstmord gemacht. Ja, das ist in den Freitod gegangen. Es hat sich in das Messer gestürzt, in den Freitod, ja. Wenn du möchtest, darfst du das mitbringen. Salbe Butter drüber leicht, siehst du so? Genau. Kennst du eigentlich Joey? Horst? Joey doch, kenne ich, das Pferd. Joey, das Pferd? Kenne ich, super. Hast du keine Ahnung von, ne? Guck mal hier, da, so. Guck, was so? Zack. Wenn du da zweimal zur West drauf drückst, schlägt das Herz wieder. Ganz ruhig, ganz ruhig. Das wird nervös, ja, Gehst du bitte mit dem Messer da weg? So roh habe ich das noch nie gesehen. Ist ohne Quatsch. Guck mal hier, das kannst du doch wiederbeleben. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Komm mit mir. So, jetzt kommt erstmal drauf auf die Suppe eine Kugel Joghurt, Erdbeereis. Ich habe noch nie so viel gelernt in einer Sendung, weißt du? Hier. Veganer Schinken von Lemminger und Rohkost, das ist sensationell. Ne? So. Ah, Katharina,
Boah. Weißt du, was ich an der Sendung am meisten mag? Nee, was? Du bist fertig mit Arbeiten, kannst du eine Kochsendung gucken. Ja? Okay. Ah. Das ist gut. Ja, ne? Sehr lecker. Sehr gut. Und jetzt dann? Sag mal, ihr zwei Kaltblüter, wirklich noch was? Ein Traum. Ein Traum. Traum de la Traum. Schön glasier mit dem Samiger Salbeibutter. Und jetzt pass auf, liebe Zuschauer, das ist Kochen. Komm mal her. Salbst du den Salbeibutter schön rosa. Und jetzt darüber diese braune Butter. Aufgeschäumt. Was er da kocht, weiß er nicht. Johann. So, jetzt. Johann. Ja. Johann. Ja, bitte. Wenn du demnächst in deinem Lokal so Portionen machst, dann komme ich regelmäßig. Weißt, das ist ja mal eine Portion, das siehst du mal, was da am Teller ist. Ja? So, jetzt machen wir es. Vorspeisentellerchen ist das. Ja? Ja? Das ist genug. Normalerweise macht Johann da mindestens für 16 Personen was draus. Ja, aber. Sehr schön. So. Komm vor, Heinz. Was machen wir jetzt damit? Das ist ein helfendes Publikum. Guck mal, was Johann verspielt ist. Der macht sogar mit Schnittlauch noch ein Mikado oben drauf. Leute. Ganz toll, Johann. Heinz. Toll. Ganz toll, ne? Ich bin so stolz. Heinz, das musst du zuerst essen, das hat viel Ballaststoffe. Viel Ballaststoffe. Ist nur das Innen. Heinz. Das schmeckt gut, das habe ich auch schon gegessen. Also. Ich liebe es, wenn Johann so stolz auf sich ist. Katharina, ich bin stolz auf dich. Du bist eine bezaubernde Frau. Und ich hoffe, mit den Bären machst du weiter. Und immer wieder gerne bei mir. Heinz, danke schön. Also Heinz, jetzt tu nicht so. Moment! Nein! Heinz! Und Heinz, Moment! Heinz! Was würdest du lieber zuerst essen? Die Nelke oder die Champignons? Also, ich würde die Nelke bevorzugen. Ja, die hat doch so einen Urgeschmack, ne? Die Champignons waren ein bisschen salzig, muss ich sagen. Ein bisschen zu Liebe zwischen euch, ne? Okay. Aber es macht ja nichts. Man ja merkt, dass die beiden auf einer Wiese groß geworden sind. Jawohl! Ja. Tschüss! Ja.